Hey Kumpel, ich bin hier. Hier bin ich. Boah. Mein Minenlaser. Mein Minenlaser geht leer. Scheiße, Hilfe. Was? Der heilt den! Der hat den geheilt! Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Hallo, riesiges Nexus-Auge. Wie geht's dir? Ja, ich habe jetzt eine Weile nicht mehr gespielt. Ich glaube bestimmt ein bisschen über eine Woche nicht mehr. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, wo wir aufgehört hatten. Ich weiß, dass wir hier eine Mission angenommen hatten, die jetzt aber anscheinend nicht mehr da ist. Ich habe hier eben gelesen, ja, das hier ist wieder ein Event. Das lief auch schon letztes Mal, wenn ich mich richtig entsinne. Falls es nicht schon wieder Neues ist, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall melde dich im Nexus für Missionen an. Das hatten wir letztes Mal gemacht. Und ich wollte da eigentlich mal wieder dran anknüpfen, weil ich eigentlich, glaube ich, gesagt hatte, dass wir die Missionen dann weitermachen. Und zwar einen Außenposten errichten soll ich anscheinend. Mit 250 Quecksilber, das möchte ich gleich mal machen. Und es kam auch noch ein riesiges, fettes Update jetzt dazu. Ich glaube, das kam jetzt vor 2 Tagen oder so raus. Und zwar soll es einen riesigen, großen Mecha-Anzug geben. Noch keine Ahnung von dem Kram. Weil wir hier auf diesem Spielstand noch nicht mal bei Exo-Anzügen sind. Also nicht Exo-Anzüge, sondern Exo-Fahrzeuge. So, das meinte ich. Da müssen wir überhaupt erstmal hinkommen, weil basistechnisch sind wir immer noch ein kleines Zwergchen. Und wir haben so gut wie gar nichts. So, außerdem gibt es noch abtrünnige Geschwar-irgendwas. Gefährliche Piratenjagd. Fabrik Überschreibungseinheit mal 1. Okay, keine Ahnung, was das ist. Dann gibt es hier Technologiemodule, uralte Knochen freilegen. Das könnte ich sogar auch machen. Aber ich glaube, beim Nexus kann man immer nur eine einzige Mission annehmen. Ne? Deswegen würde ich gerne die hier machen, wo es 250 Quecksilber für gibt. Mal gucken, ob das eine schwierige oder eine leichte ist. Polonader sind der Meinung, dass es nichts Schöneres gibt, als sich ein Zuhause mit Freunden aufzubauen. Sie sind auf der Suche nach einer Crew von Reisenden. Ingenieuren, um denen das, mit denen sie das Universum erkunden und sich gemeinsam ein Zuhause aufbauen können. Ja, natürlich ist das entspannt. Aber ich habe leider keine Freunde. Also machen wir das alleine. So, Mission initialisieren. Oh, ich bin ein B-Reisender. Krass. Ich habe B-Rang. Wahnsinn. Starten wir die Mission mal. So, was müssen wir tun? Mission gestartet. Gemeindebau. Also, was müssen wir tun? Ja. Ah, kehre zu deinem Schiff zurück und verlasse die Weltraumanomalie. Oha, ich habe nur 1 Minute Zeit. Dann mal schnell. Auf geht's. Auf geht's wieder in die weite Welt. Wir konnten im Nexus, glaube ich, sonst sowieso. Das ist gerade laut. Von meinem Ort zumindest. Oh. Wir konnten im Nexus ja sonst eh nicht so viel machen. Deswegen, Ach, bin ich jetzt in ein komplett neues System gereist oder was? Außerhalb des lokalen Systems, Galaxiekarte. Nee. Oh Gott. So viele neue Sachen. Hilfe. Was jetzt? Hallo? Auswählen. Ja. Was gibt's? Wieder Drogen kaufen? Nee. Wo weiß ich noch nicht. Müssen wir noch ausmachen. Müssen wir noch gucken. Ist da draußen jemand? Es ist draußen. Es ist draußen. Es. Etwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, ich wurde ja nicht informiert, wo die Drogen gelagert werden. Deswegen kann ich dir nichts dazu sagen. Tut mir leid.
Ja, was stimmt denn nicht? Dann lass es mich wissen. Ich frag den Fremden, was nicht stimmt. Ein Moment lang herrscht Stille. Das einzige Geräusch, was ich höre, ist das Hintergrundrauschen der kosmischen Strahlung. Okay. Ich hab dich gefunden, ja, das hab ich. Es gibt nur so wenig Licht. Ich dachte wirklich, ich würde nie wieder von einer anderen Seele hören. Ja, wo sind denn jetzt die Drogen, Alter? Sag doch mal. Sagt er mir nicht. Wie hast du meine Stimme gefunden? Was soll ich denn mit deiner Stimme? Ich will... egal. Das abgestürzte Schiff. Ja, wir haben das abgestürzte Schiff gefunden von dir. Deine Eierkugel. Ich erzähle dem Fremden vom verlassenen Schiffswrack und wie ich die ID eines Kommunikators im Notrufsignal entdeckt habe. Ich fange an, die anormale Raumstation zu erwähnen. Doch ich werde unterbrochen. Von S, okay. Es ist draußen, aber ich glaube, ich bin jetzt erstmal nur auf meinem Klo sicher anscheinend. Okay, cool. Es gibt 16 von ihnen. Und sie sehen wie... Also ich meine, das Klo ist eigentlich alle gleich aussehen. Auch die 16, auf die du gerade schaust anscheinend. Aber fragen wir mal, ob sie alle funktionieren. In den Augen des Fremden spiegelt sich Angst und Verwirrung wieder. Nach ein paar Momenten der Stille wendet er sich flehend an mich. Bitte, bitte, repariere meine Toiletten. Hilf mir, die Toiletten zu reparieren. So, du weißt nicht, wer du bist, oder? Du musst fett scheißen gehen. Okay, AFK. So, nachdem wir richtig fett scheißen waren, gucken wir mal weiter. Es hat mich belogen. Es hat alle belogen. Das unausweichliche galaktische Klo? Ist es das, worüber wir reden, dass es, dass etwas... Der Ton bricht ab, aber sein Gesicht ist immer noch da, stumm, bevor es endgültig verschwindet. Ja, da hat ihn das Klo jetzt endgültig aufgesaugt. Ich dachte, sein Gesicht ist still. Das muss Artemis sein und er braucht eindeutig Hilfe. Ich muss einen Weg finden, um sein Signal zu verstärken. Jo, von mir aus. Bevor ich diesen Planeten jetzt erreichen möchte, wollte ich aber eigentlich erstmal hier gucken, was es hier für Planeten gibt. Da sind zumindest mal aggressive Wächter. Da gibt es Cadmium, Gold und Kobalt. Fragmentierter Planet. Okay. Gucken wir mal rein. Da sehe ich schon die roten teuflischen Vorkommen. Ah. So was bist du. Okay. Und es tut mir leid, aber ich muss mal. Ich muss. Nur ein bisschen. Es ist echt laut auf dem Ohr. Sorry. Alter. Dieses Schiff macht mich irre. Blutrote Hitze. Unvermeidliche Wächter. Das hier war der Planet, der uns letztes Mal die Aufnahme zerschossen hat. Das ist ziemlich creepy hier. Was haben wir hier? Gravitino-Bälle. Komm nochmal auf euch zurück. Lasst euch erstmal noch da. Aber ich würde gerne mal diese unvermeidlichen Wächter sehen. Wo sind die unvermeidlichen Wächter? Peritstaub. So, hier gibt es aber so eine Art Relikte, wenn ich mich nicht irre. Genau da, elektrischer Würfel. Da kann man nämlich in seine Basis als Dekoration aufstellen. Oh, ich habe doch die ganzen Wirbelwürfel dabei, die hätte ich vielleicht mal verkaufen sollen. Scheiß. Oh nein. Fuck. Okay, ich habe auch noch das ganze ionisierte Kobalt mit.
Sterben wir jetzt scheiße. Wir kriegen zwar unseren Stuff eh wieder, aber ich möchte es trotzdem vermeiden. Dann kriege ich den Kram weg, dann habe ich nämlich noch einen Platz über. Wie viele kann ich denn stacken? 5 wahrscheinlich, ne? Okay. Das habe ich eigentlich nicht gemacht, ist aber egal. Oh, da hinten schwebt was. What the f... Was zum... Was bist du bitte? Komm her. Was bist du? Du bist eine Silvesterrakete. Hatte ich euch nicht mal auf einem Eventplaneten gesehen? Ihr Silvesterraketentypen. Ding, Alter, wie viele Gravitino-Bälle hier sind. Aber ich hab... Ja, doch. Ich hab, glaube ich, schon Platz für den Kram. Da ist noch so ein Artefakt. Summender Beutel. Was ist denn ein summender Beutel? Was geht hier ab? Der Planet ist total weird. Ich wollte eigentlich eine Eventmission machen, aber... ja. Ich glaube, das wird irgendwie erstmal nix. Da ist nochmal so ein Ding. Ich gehe jetzt mal zu so einem summenden Ding. Ich meine, das sind diese Beutelgifte. Da müssten bestimmt Wächter kommen, wenn ich sowas einsammle, oder? Gravitino-Ball. Okay. So. Da ist es. Markiere ich mal. Gehen wir mal hin. Upp. Boah, noch mehr Gravitino-Bälle. Oh, ich will das machen, glaube ich. Summender Beutel. Das ist unter der Erde? Okay. Grabe ich mich mal rein. Man kann immer noch nicht sein Multitool benutzen, wenn man sprinten möchte. Achso, Eiweißperlen sind das. Ach so, okay. Aber... ja. Ich bin komplett zugeschaufelt mit... ja, stimmt, ich hatte eine Raffinerie hier noch eingebaut. In meinen Exo-Anzug. Okay, ja, die Eiweißperlen, die wollte ich jetzt dann doch erstmal noch nicht haben. Wo kam ich jetzt rein? Hilfe, hallo? Mami, bitte. Tu mir das nicht an. Da. Okay. Komm. Ach, nee. Okay, wir müssen einen, richtig geilen Move jetzt da hoch machen. Oh, nein, 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 nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Komm schon. Okay, Moment. Dann von hier. Oder auch nicht. So, komm. 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 Das gibt's doch nicht. Ich muss da hochkommen. Jalala. Ich komm da nicht hoch. Das darf nicht wahr sein. Ich komm nicht hoch da. Ja, okay. Dann grab ich das halt so auf. Oh mein Gott. Kann es sein? Oh, das ist ein Wächter. Der erste Wächter. Der erste Wächter! Okay, aber der ist aggressiv. Ich würde es trotzdem vorziehen, dass er uns nicht sieht. Auch wenn es schon ein unfassbarer Moment ist. Der erste Wächter! Oh ne, ich glaube, der hat uns gesehen. Nein, hast du nicht. Du hast doch genau auf uns ge... Hallo! Ja, ich mache hier nur Urlaub. Keine Sorge, ich habe auch bezahlt. Ich habe voll bezahlt. Einen vollen Urlaub, keine Sorge. Ich darf hier sein. So. Summenderbeutel, ja, das sind Eiweißperlen. Alles klar. Ansonsten sind hier Gravitino-Bälle ohne Ende. Da ist noch so ein Ding, das würde ich gerne haben. Und dann werde ich gleich etwas tun. Auch wenn ich es eigentlich gar nicht möchte, aber... Scheiße, ich habe auch keine Waffe oder so, ne? Also keine, Blitzwerfer, kann ich den eben einbauen vielleicht?
Blitzwerfer, Kohlenstoff-Nanorohr. Zack. So. Okay, jetzt braucht er 3 oder was? Da stand vorhin aber nur 1, oder? Oder habe ich das übersehen? So, Blitzwerfer ist installiert. Okay. Ich habe jetzt natürlich noch gar keine Upgrades für den Kram, aber... Oh! Aber weißt du was, Kumpel? Ich will mir noch ein Vorkommen markieren. Hier vorne. Da oben waren noch ganz viele. Aber erstmal gucken überhaupt. Es passen eh maximal 10. Da war ein Wächter. Ein einziger. Und wir müssen hier noch Cadmium farmen eigentlich. Das Zeug ist halt echt gut für chromatisches Metall und auch sehr, sehr, sehr gut für einen ganz bestimmten Sternantrieb war das, glaube ich, noch gut. Okay. Okay, ich bin bereit. Gravitino-Ball, komm zu mir. Boah, die Musik auf einmal. Da sind sie, die Wächter. Okay, da. Gravitino-Bälle. Gravitino-Bälle, da hinten sind noch mehr. 3, 5, ja, okay. Nach 2 bin ich voll. Wie viel seid ihr wert? Nicht so viel. Lohnt sich minimal. So, ah, guck mal, da sind sie. Na. Ah, nein. Ich bin wieder weg. Ey, den kann ich angreifen hier. Ach komm, los, Feuer. Feuer, Krieg. Alter, ist mein Aim scheiße. Ich merke gerade, ich habe gar keine Munition. Laser, komm. Komm, ouch. Alter. Stirb. Zack. So, was hast du? 7er Niethaufen, okay. Alter. Wir hauen doch schon ganz schön rein, wenn man kein gutes Gear hat. Zumindest wenn wir zu zweit sind. Ich würde aber gerne deine Nanithaufen haben. Okay, dich hatte ich nicht auf dem Schirm. Dich hatte ich nicht auf dem Schirm. Komm her. Ach du Heilige. Ach du Scheiße. So leicht kriegt ihr mich nicht down. Ich habe jahrelange COD-Zombie-Modus-Erfahrung. Ich mache dem leider nur kaum Damage. Ich mache dem wirklich kaum Damage, ne? Daneben. Hey Kumpel, ich bin hier. Hier bin ich. Boah. Ein Minenlaser. Mein Minenlaser geht leer. Scheiße, Hilfe. Was? Der heilt den! Der hat den geheilt! Der hat den geheilt. Okay, ich verpiss mich. Okay. Als ob der den heilt. Was? Das kenne ich doch gar nicht. Das ist neu. Ich wusste doch nicht, dass die heilen können. Heilige. Okay, ich warte das jetzt aus. Ich warte das jetzt in meinem Schiff erstmal ganz entspannt aus. Und such mal schon mal ein Cadmium-Vorkommen. Alter, habt ihr das gesehen? Der hat den einfach geheilt. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich hab den auf.
Ich hab den irgendwie auf ein Drittel seines Lebens runtergezogen und dann kommt der daher und heilt den, Alter. Das kenne ich nicht, das ist neu. Alter. Holy. Okay, mit Wächtern anlegen? Mm-mm. Nein, 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 danke. Erstmal noch nicht. Dazu müssen wir nicht mehr im Survival spielen. Alter. Haben die gebufft oder sowas? Die sind richtig hardcore auf einmal. Alter. Das Gold. Habe ich eigentlich Gold mit? Ich habe Gold im Schiff. Alter, okay. Hatte ich nicht mit gerechnet, ey. Hatte ich echt nicht mit gerechnet. Da ist schon der nächste. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. 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 Ich hatte heute mit mir noch so eine Selbstdiskussion, als ich gesagt habe, Mensch, in No Man's Sky fehlt doch irgendwie so ein bisschen die Herausforderung. Aber ich glaube, das nehme ich erstmal zurück. Kannst du bitte aufhören, das Golddepot zu... Warte mal, ich kann dich doch... Kann ich dich austricksen? Hier, guck mal. Ja, man kann dich immer noch austricksen. Kann die immer noch austricksen, die Penner. Okay. Nee. Du sollst das Ding bitte kleiner machen. Wie macht man das nochmal kleiner? Mit R. Ah, super. Ach was. Ach, Moment. Wie viel kommt denn? Auch nur 5. Hier, weg mit dem Kram. Moment, nicht weg. Nicht weg, sondern hier rein. Okay, und jetzt weg von mir aus. So. Und dann bauen wir das hier mal ab. Gold für Ewigkeiten. So. Das war das Goldvorkommen. Habt ihr jemals ein so schön ausgerupftes Goldvorkommen gesehen. Wunderschön. 805 Gold hat es gebracht. Aber das werde ich nicht verkaufen. Das werde ich lagern, weil diesen Kram brauchen wir nämlich später mal für die Solaranlagen. Und genau dafür werde ich den auch erstmal aufsparen. Denn wenn es soweit ist, brauchen wir es ja sowieso. Also warum nicht einfach mitnehmen, anstatt zu verkaufen. Einfache Sache. So, ich wollte allerdings noch etwas tun. Ja, das bestimmt auch mal, aber ich wollte eigentlich mal das hier machen. Und merke, dass wir Kabelbäume haben und das eh nicht tun können. Na, super. So. Aber den verdichteten Kohlenstoff, den nehme ich auf jeden Fall mit. Oder auch nicht. Moment, ich nehme ihn doch mit. Hier, guck, da, da. Da hinten. Nein? Nein, du sollst da hinten gucken. Oh, weißt du was, das ist mir egal. Dann bleib halt blind. Oder hier, guck mal. Tschu. Oder da. Tschu. Hm. Ey, Wächter, guck mal hier. Ey, Wächter. Guck mal. Oh, scheiße. Schnell weg. Schnell weg hier. So, ich verstecke mich mal hinterm Schiff. Das Voice Crack wieder. Ich wollte... Was wollte ich denn? Oh, ich muss auf eine Raumstation eigentlich. War ich in dem System schon in der Raumstation? Weiß das gar nicht mehr. Ehrlich gesagt. Das hier war doch das Korvax-System, ne? Ja, glaub schon. Okay, dann waren wir hier vielleicht doch schon. Falls ich nicht schon... Ich weiß es nicht mehr. Moment, ich guck's nach. Ich guck's nach. Okay, ich hab's nachgeschaut. Nein, das ist immer noch das gleiche System.
Also keine. Also ich war schon da, glaube ich, an der Raumstation. Aber dann wäre ich, glaube ich, in der nächsten Raumstation. Da habe ich dann, glaube ich, eh die Mission dann am Start. Uralte Daten. Ach, da muss ich eigentlich hin. Weil da gibt es immer eine Möglichkeit, eine Absprungkapsel zu finden. Navigationszeug, meine ich. Würde sogar noch passen. Oh, ich glaube, ich fliege trotzdem mal in die Raumstation und verkaufe mal die ganzen Sachen da. Das habe ich nämlich nicht gemacht beim letzten Mal. Ich habe das nur mit mir rumgeschleppt und ja, nichts damit getan, mit dem Rumgeschleppten. Deswegen. Alter, du bist ja schon da, Mensch. Nein. Du darfst mich nicht scannen. Du darfst mich nicht scannen. Mann Gott, ich komme nicht mal zum Kohlenstoff sammeln. Ey. Da habe ich mich die ganzen Folgen lang gefragt, ja, wo sind die Wächter? Wo sind die Wächter? Und dann sind sie da und dann beschwere ich mich die ganze Zeit nur drüber. Typisch ich. Also, ich dachte, das sieht so aus wie so eine Holzkiste, die hier so gestrandet rumliegt einfach. Alter, wie viele das hier sind. Alter, okay. Da kommen anscheinend bis maximal 20 rein, oder? Meine ich zumindest. 16, 17, 18. Boah, ist das hell. 19, 20. Da, eine Absprungkapselkoordinate haben wir. Vielleicht gibt es hier sogar noch eine zweite, aber ich bin wieder voll. Ich habe so viel Scheiß dabei. So viel Zeug. Ich habe noch einen freien Raumschiffplatz. Was machen die Starschubdüsen? Ah, die sind noch voll. Okay. Ich wollte auch noch das Cadmium besorgen, ne? Ach, so viel Zeug. Hier. Nochmal Absprungkapsel. Sehr gut. Und das ist auch noch voll. Ich will nichts da lassen. So. Ich will alles mitnehmen irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ach, ich will die hier nicht liegen lassen. Ja, ich will die nicht liegen lassen. Nein. Da bin ich ganz stur. Was packe ich denn mal? Kann ich. Hier, komm. Die 20.000 Units kann ich erstmal kacken. Die brauche ich erstmal nicht. So. Ich wollte jetzt noch Cadmium besorgen. Ja, das ist ja gut, das ist ja gut. Und dann wollte ich hier eigentlich auch schon wieder weg. Da ist noch so ein Ding. Das ist eine Kobaltansammlung. Da ist er. Ja, komm, dann hole ich das Ding noch. Werde dabei dem Wächter ganz. Ganz. Ah, ganz taktisch aus dem Weg gehen. Soweit es in meiner Macht steht, zumindest. Ah, so schnell bist du noch nicht. Gott sei Dank. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, die Cadmium-Geschichte, die mache ich dann aber in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, vielleicht finden wir hier noch irgendwie was Interessantes zwischendurch. Aber hier sage ich dann schon mal, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.